Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch den Jean and Len Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der ist riesig, also wirklich, also unglaublich, ist der riesig. Also der ist ja jetzt auch voll gepackt, ne? Da haben wir ganz, ganz viele Originalgrößen drin. Dementsprechend wiegt das Ding schon was und das ist so schön aufgebaut. Da haben die sich ein bisschen an Rituals orientiert. 89,99 € hat das Schätzelein gekostet und 155 € Warenwert sollen sich hier drin verstecken. Und Leute, das riecht hier fantastisch. Ich habe schon gesehen, Nicole hat ihn schon vorgestellt. Meiner hatte ein paar Lieferverzögerungen, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber jetzt ist er da und wir schauen mal zusammen rein. Oh, guck mal, hier hinten steht auch ganz, 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 ganz viel immer so drauf. Wovon möchtest du dich nicht stressen lassen? Dies, das, Ananas, richtig, richtig schön gemacht, ne? Und wir starten direkt hier mit einer Originalgröße von der Handcreme. Silky and Rich Hand Treatment. Sowas finde ich praktisch. Jo, 75 ml haben wir hier drin enthalten. Litchi mag ich sowohl vom Geschmack her als auch vom Duft richtig gerne. Kann definitiv was werden mit uns beiden, ne? Die haben immer große Sachen drin. Das ist halt eine Drogeriemarke. Dementsprechend ist es ein bisschen günstiger dann eigentlich vom Preis her. Aber ich mag die. Also ich hatte auch letztens noch, ich glaube aus dem letzten Adventskalender war das, dieses Gurkenduschgel in Anwendung. Mega, mega nice. Hier rieche ich jetzt leider nichts raus. Joa, nicht kleckern, sondern klotzen am 2. Dezember. Welches Buch hat dich in diesem Jahr am meisten inspiriert und warum? Schaut gerne im Pelletier-Verlag vorbei, da gibt es auch allerhand neue Bücher und ihr findet da auch meine Bücher, wenn ihr möchtet. Da sehe ich tatsächlich auch ein 1A-Weihnachtsgeschenk, ne? Muss ich wirklich sagen. Meine Gedanken habe ich da nämlich rausgebracht. Wie gesagt, ne? Bisschen Eigenwerbung. Ich habe euch einen Link dazu mal in die Infobox gesetzt. Hier haben wir eine Micellar-Lotion, eine Micellen-Lotion bei ersten Fältchen. Das sind nicht die ersten, die ich habe, ne? Zur Unterstützung der natürlichen Hautregeneration mit marokkanischem Arganöl und Retinol in vegan 200 ml. Holla die Waldfee. Also das ist ja eher ein Reinigungsprodukt. Hört sich sehr interessant an. Sowas habe ich noch nie vorher verwendet, muss ich gestehen. Also eine Micellenlotion ist bestimmt total mild. Weiß ich nicht. Augenpartie aussparen. Kein Abwaschen notwendig. Wenn ich es zum Abschminken verwende, dann eigentlich schon, ne? Hinten in der Ecke versteckt, aber selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, diese Sprüche hier hinten drauf. Also das bringt dann auch so ein bisschen so in die nachdenkliche Stimmung, was man ja auch in der Weihnachtszeit haben möchte. Wie wunderschön ist dieses Verpackungsdesign. Ein belebendes Duschgel mit Cranberry und Vanille. Habe ich jetzt schon wieder Bock drauf. 250 ml sind hier drin enthalten. Das ist, ich glaube, wir haben hier wirklich nur Originalgrößen drin, ne? Das ist schon mein Duft, ne? Dieses fruchtig-süße. Oh. Hier haben wir die Nummer 4. Die ist so richtig schön in der ersten Reihe, ne? Also mich packt dieser Adventskalender, muss ich wirklich sagen. Der macht mich so jetzt schon glücklich irgendwie. Eine exotische Body Butter, intensiv vitalisierende Pflege, vegan. Ich glaube, das ist eh alles vegane ist da drin, ne? Mango und Avocado ist hier die Duftrichtung oder, ja doch, Duftrichtung und nicht Geschmacksrichtung. Eine Body Butter habe ich so noch nicht von denen ausprobiert. Hört sich jedenfalls sehr, sehr lecker an. Sehr interessant. Ist ja auch noch verschlossen. Es riecht gut. Oh, wie so ein Joghurt, da will man eigentlich reinbeißen. Hier habe ich jetzt den 5. Dezember, einen Tag von Nikolaus. Oh ja, natürlich. Hier ist ja auch bestimmt Haarpflege drin, ne? Da habe ich einmal das Volumen-Shampoo mit Bambus und Lilie. Klar, die Designs sind jetzt nicht unbedingt weihnachtlich hier drauf, aber ich glaube, das ist voll meins. Für dünnes und feines Haar habe ich großartig, finde ich. Also einfach mal hier so 300 ml Shampoo, ne? Das ist halt was anderes, als wenn du einen Drogerie-Adventskalender hast, für den du auch so 20-30 € bezahlst und nur diese kleinen Größen drin hast, ne? Hier hast du wirklich so ein richtiges Erlebnis. Fazit zum 5. Dezember läuft bei mir. Nikolaus, der 6. Dezember. Ach, so ein bisschen Achtsamkeit hier mit am Start, ne? Über welche kleine Geste hast du dich zuletzt besonders gefreut? Jo, die Seifen von denen sind wirklich schön. Ich glaube, genau diese hatten wir auch letztes Mal mit drin. Das ist die Rosemary and Ginger Seife. Und ich meine auch, dass wir die aufgebraucht haben. Duftet wie ein Weihnachtsbaum. Hat bei uns jetzt nicht nach Weihnachtsbaum gerochen. 250 ml sind hier drin, aber wie schön ist das bitte, dass die hier auch diese grüne Verpackung oder diese tannengrüne Verpackung mit der goldenen Schrift haben, ne? Ja, wobei, ein kleiner Meckerer am 6. Dezember zu Nikolaus hätte ich mir dann doch vielleicht irgendwie etwas mehr Kabittjes gewünscht und weniger halt eine Seife, ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Der 7. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen. Ja, das hätte man vielleicht tauschen können. Das ist ein Serum für sensible Haut, ein parfümfreies Serum für sensible Haut zur Unterstützung der Hautschutzbarriere mit Mandelöl und Niacinamiden. Und da sind 30 ml drin. Man muss halt, also das ist halt so meine Einstellung, ne? Nicht
nur weil für sensible Haut draufsteht, ist auch für sensible Haut drin. Das muss man dann einfach anhand der Inhaltsstoffe mal so ein bisschen sich angucken und dann für sich so entscheiden. Ich fahre halt bei sensible Haut sehr gut mit, ne? Diesen Produkten habe ich euch im i verlinkt. Der läuft jetzt gerade die Dalton-Woche. Bekommt ihr auch gerade 20% Rabatt mit Beauty Claudi. Also für mich ist halt vor allem Ceramide, Feuchtigkeit, das ist halt so, was meine persönliche sensible Haut richtig geil findet. Niacinamide verwende ich auch, ne? Das ist auch gut. Das ist halt so ein bisschen dieses Hautbild chillende. Genau, haben wir hier auf jeden Fall und das soll ja auch für die Hautschutzbarriere richtig gut sein. Und genau, so schaut das Serum aus. Also ich finde immer das ganz süß, dass für sensible Haut alles irgendwie auch gerne mal so in rosa gehalten wird. Und hat Dalton nicht auch bei den Niacinamiden dieses High Concentrate in Pink? Ist auch abgefahren. Oh, die Nummer 8 darf machen, das ist krass. Sie ist aber super leicht. Vermutlich haben wir hier dann ein Füllprodukt drin. Hm? Ja, aber ein schönes Füllprodukt. Also das ist jetzt quasi ein sortimentsfremdes Produkt, aber das ist in Kombination oder in Kooperation mit Jewelry Gold Plated Stainless Steel. Das ist ein Armband. Ja, machen ja manche Firmen rein, aber ich finde, dafür, dass es quasi ein Füllproduktarmband ist, sieht das richtig schön aus. Ich könnte es jetzt so bei mir nicht so gut tragen, ne? Weil solche Schlangenarmbänder bei mir, ich rasiere meine Armhaare halt einfach nicht. Das tut halt einfach weh. Das ist ja dieses Infinity-Armband, was ich mir bei dem Rossmann-Event habe stechen lassen. Vor allem, wow, nein, schweißen lassen, genau. Und ja, doch. Aber süß finde ich es auf jeden Fall. Kann man machen. In der Nummer 9 dürfen wir uns sehr wahrscheinlich wieder über ein normales Full-Size Jean & Len Produkt freuen. Und das dürfte doch der passende Conditioner sein. Color Glanz, okay. Das war Volumen Shampoo und das ist Color Glanz mit Arganöl und Feige. Intensive Leuchtkraft für die Haare, für koloriertes und strapaziertes Haar habe ich jetzt so nicht, ne? Aber man sagt ja auch immer, wenn man blonde Haare hat, sind auch diese ganzen Color-Produkte immer sehr, sehr gut geeignet. Es sei denn, es sind Color-Produkte, die dann auch Farbe abgeben. Da hast du dann ja auf einmal irgendwie so einen braunen Stich in deinem Blond. Auch in der Nummer 10 wird es jetzt mit etwas leichterem weitergehen. Schlecht verteilt, meiner Meinung nach. Denn hier haben wir wieder ein Füllprodukt drin. Das ist so ein Täschchen. Das hat sicher auch seinen Wert, ne? Ich gucke einfach mal, was ich so auf der Homepage finde. Und ich finde auch, so eine Kosmetiktasche kann man immer ganz gut gebrauchen, ne? Das ist halt zum Verreisen ganz schön. Und auch im Hinblick darauf, dass man ja so zur Weihnachtszeit die Familie besucht oder so, ist es auch immer eine ganz schöne Sache. Ich glaube, wir haben auch jedes Mal so ein Täschchen drin. Das hat eine gute Qualität, wie ich finde. Also das ist halt so ein klassischer Jute-Stoff, klassisch wie solche Jute-Beutel. Hätte ich jetzt aber nicht unbedingt hier drin gebraucht, muss ich gestehen. Und du kriegst hier auch jetzt nicht unbedingt die Jean & Len Produkte rein. Sag mal, Nicole, ich grüße dich an dieser Stelle. Oh, auch der 11. Dezember fühlt sich sehr leicht an. Okay, jetzt lassen sie gerade ein bisschen nach. Schade. Da haben wir eine Haarkur drin enthalten. Ja gut, die können jetzt ja auch nicht 24 Full-Size-Produkte reinpacken. Das stimmt auch schon, aber das hätten die vielleicht ein bisschen besser so verteilen können. Wisst ihr, was ich meine? Das ist die Rebuild-Haarkur für stark strapaziertes Haar mit Datteln und Vanille. Hört sich super an. Aufbauend und vegan mit 20 Millilitern. Ja, ne? Also für, wie gesagt, für die Reisetasche, die wir jetzt hier drin haben, ist es auf jeden Fall ein gutes Produkt. Ja. Was ist das denn jetzt hier? Die Halbzeit ist auch so leicht, die Nummer 12. Na gut, das ist aber ein original großes Produkt. Und zwar ist es eine Lippenpflege. Und zwar mit Bio-Arganöl Lovely Rose. Das ist schon süß. Ein intensiv pflegender Lip Balm. Verwöhnt und ist vegan und sieht so aus. Und finde ich richtig, richtig, richtig hübsch. Also, ne? Doch. Gut. Erste Hälfte. Sehr stark gestartet. Nicole ist sehr, sehr intensiv gerade mit mir am Kommunizieren offensichtlich, ne? Schöne Mischung bislang aus Gesichtspflege, Körperpflege und Haarpflege. Hätten sie ein bisschen anders aufteilen können, sodass du nicht erst diesen Banger, so viele Full-Size-Produkte und dann, oh mein Gott, so viele Füllprodukte und kleine Sachen, ne? Ein schönerer Mix. Das freut die Leute. Oder natürlich, wenn du dieses Video siehst und den Adventskalender verschenken möchtest, weißt du jetzt natürlich vielleicht, welche Kläppchen man gegebenenfalls oder Boxen man tauschen könnte, ne? Das nur so als kleiner Hinweis von meiner Seite. Die Nummer 13 habe ich hier, weil die Boxen lassen sich natürlich easy öffnen, ne? Und dann kannst du es ja einfach rausnehmen und dann so ein bisschen umtauschen, dass wenn du es verschenkst, dass man sich ein bisschen mehr freut. Hey, dir geht's auch nicht so gut, ne? Ist ein bisschen eingedellt. Da habe ich hier drin das Haaröl, nährende Pflege und vegan. Ja, das ist halt, wenn du im Hochsommer diese Adventskalender wahrscheinlich irgendwo im Lager packst und da war es richtig heiß und dann wird es kalt, dann ziehen sich die Sachen natürlich dann zusammen. Ich kann ja mal gucken, ob ich machen kann, dass es ihm wieder besser geht. Ja, siehste, haben wir wieder entploppt. Also auch das, merkt euch das. Eine nährende Pflege und vegan für trockenes und widerspenstiges Haar. Repair und Anti-Frizz. Ja,
Also ich verwende Haaröle mittlerweile. 100 Milliliter sind hier drin, weil ich von so vielen Haarfluencern gehört habe, dass das so wichtig sein soll und ich kann es wirklich unterschreiben. Also das stimmt definitiv. Morgens verwende ich immer ein Haaröl, abends verwende ich mein Leave-In, ne? Und es tut meinen Haaren wirklich gut, kann ich wirklich bestätigen. Das ist eine wichtige Kiste. Muss ich nur gucken, wie das so ist. Ich würde dann da auch nur so 2 Pumper oder so von nehmen für meine Länge und ich habe ja keine geringe Länge. Also die sind ja lang. Der 14. Dezember fühlt sich verheißungsvoll groß an und es ist Gülden hier drin. Oh, guck mal, die sehr geile Handcreme, ne, die hatten wir, also wir haben schon eine Handcreme hier drin, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich sage immer so, 3 von einer Sorte ist vollkommen in Ordnung. Und hier sind 5% Urea drin, Limited Edition, vegan, aber du hast tatsächlich 75 Milliliter hier drin und jedes Jahr haben wir diese sehr geile Handcreme hier drin, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Stable-Produkt von denen. Mit frischem Rosmarin und Ingwerduft passt meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut in die Adventskalenderzeit. Und warum haben wir hier Rochen drauf? Ich habe keine Ahnung, ich finde es aber ziemlich cool, weil das sind so Tiere, die siehst du sehr selten auf irgendwelchen Verpackungsdesigns. Der 15. Dezember ist riesig. Hier haben wir vielleicht irgendwie eine Bodylotion oder sowas drin. Nein! Deswegen riecht das hier auch so gut und ich fühle mich hier direkt gut aufgehoben, einfach weil das exakt das Duschgel ist, was ich letztens aufgebraucht habe. Das riecht so dermaßen intensiv. Aber gerade jetzt im Sommer ist das so schön erfrischend gewesen. Ich muss gar nicht dran riechen, weil aus dieser Entfernung kann ich es riechen. Mit Aloe Vera und Gurke ist das. Und da sind 250 Milliliter drin. Also das ist schon abgefahren, ne? Man muss Gurkenduft lieben dafür. Aber ich sag's wirklich, im Sommer ist das so ein geiles Duschgel gewesen, wo es halt wirklich jetzt ihre 35 Grad draußen hatte, ne? Der 16. Dezember hat sich ein bisschen hinten versteckt. Hier haben wir wieder eine Tube drin. Und zwar ist das eine Fußcreme. Die habe ich, glaube ich, auch aufgebraucht. Ich fand die, glaube ich, auch eher nur okay. Die frische Fußcreme Rosmarin Ingwerduft. Genau. Das Ding ist, also hier sind 100 Milliliter drin, ne? Das ist halt eine Präferenzgeschichte. Ich verwende Fußcreme halt abends und ja, nach dem Duschen und so weiter. Da hatte ich dann beim Eincremen nicht mehr das Bedürfnis, mich frisch fühlen zu müssen, so, ne? Dementsprechend war das nicht so bombastisch, da mag ich halt andere lieber. Ich fand sie jetzt okay, würde sie jetzt aber nicht zwingend wiederverwenden wollen. Und ich sehe halt anhand dieser beiden Produkte und auch von der sehr geilen Handcreme, dass doch das ein oder andere sich vielleicht im Vergleich zum letzten Jahr wiederholt, ne? Da ist dann natürlich jedem selbst überlassen, ob man das als positiv oder als negativ sieht. Hier habe ich jetzt eine Woche vor Heiligabend, den 17. Dezember und Alto Belly ist das riesig. Hier haben wir ein Buch drin. Nein, das finde ich irgendwie cool. Make it happen. Kalender, Masterplan, Wegweiser. Nein, also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich meinen Kalender auch ja wirklich jetzt quasi online führe. Aber trotzdem, wie cool ist das? Und wie schlau. Wir haben genug Zeit, wenn wir sie nur richtig verwenden. Oh, die Seiten riechen irgendwie lecker. Die riechen nicht nach klassischem Papier. Ganz interessant, ganz cool. Und was für ein schöner Planer ist das. Also du hast hier wirklich dieses mit Stoff bezogene. Dann kann man hier halt so das so drum machen. Hier kannst du einen Stift reinstecken. Das finde ich toll. Das ist ein richtig, richtig geiles Füllprodukt. Der 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hört sich ein bisschen an, als hätten wir hier auch vielleicht ein Serum oder so drin. Nee. Auch gut, da haben wir ohne Aluminium und Alkohol ein Deo-Balsam, Wasserlilie, sensitive Pflege, vegan. Auch das ist ein Produkt, was ich abends nach dem Duschen verwende. It is crazy, aber ich mache das. Ich verwende nach dem Duschen sowohl Deo als auch Parfum. Einfach, weil ich so um, ich sag mal, 12, 1 Uhr nachts, ne, gehe ich duschen und dann gehe ich immer so um 3 ungefähr ins Bett. Ich bin ziemlich crazy. Und noch geht das, noch ist Julius nicht irgendwie im Kindergarten oder so. Genau, da habe ich einfach das Bedürfnis, sowas auch zu verwenden. Das ist auch eine Originalgröße. Ich habe hier so einen halben Rossmann-Einkauf bei mir auf dem Tisch liegen, oder? Der 19. Dezember begleitet uns weiter in der Weihnachtswoche. Und ihr merkt es auch an meiner Stimmung. Es macht mir gerade richtig Spaß. Ich finde es gerade einfach toll, hier ein geiles Produkt nach dem nächsten rauszuholen, was ich irgendwie auch so sinnvoll finde. Ja, eine Badeessenz mit verwöhnenden Ölen, Peony Litchi Scent, 100 Milliliter haben wir hier drin. Wir haben mittlerweile eine Badewanne, deswegen finde ich das auch cool, dass solche Produkte dann ab und an mal drin sind, ne? Ja, dieses, das ist auch wieder dieses fruchtig-blumige, und da stehe ich ja drauf, ne? Also für meinen Freund jetzt wahrscheinlich eher weniger was, aber für mich ist es toll. Und ja, doch, also das ist, ja,
weiter. Auch die Nummer 20 hat sich ein bisschen versteckt. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier haben wir ein riesiges Produkt drin und zwar, okay, unser drittes Duschgel reicht. Orange und Ingwer ist aber auch so ein klassischer Weihnachtsduft, finde ich. Kannst du theoretisch aber auch ganzjährig verwenden, je nachdem, wie du lustig bist. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Zitrus-Fan, aber das ist ja wirklich immer Geschmackssache. Also bei dem ersten haben sie mich ja schon komplett gekriegt. Das zweite kannte ich schon und finde ich auch ganz gut für den Sommer. Hier haben sie mich jetzt nicht ganz so abgeholt, aber das ist nicht schlimm, denn Geschmäcker sind ja verschieden. Ha, der 21. Dezember ist wieder so leicht. Ein Scrunchie. Ja, komm, ne? Es ist süß. Es ist süß. Ne? Es, hi. Hallo. Ja, sie hat irgendwie auch irgendwas. Es fühlt sich flauschig an. Es ist so ein Musselinstoff, ne? Das wäre jetzt nichts, womit ich jetzt so meine Haare zusammenbinden würde. Dafür ist mir das nicht flexibel genug, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mache mir ja öfters auch mal so einen Bommel hier oben, gerade im Sommer. Wenn ich das dann so oben drüber mache, dann sieht das irgendwie süß aus. Ja, ich habe so ein ähnliches schon, deswegen brauche ich das hier jetzt nicht unbedingt. Aber schlecht ist es nicht. Es ist halt ein Scrunchie. Aber, und das muss man auch sagen, für ein Scrunchie doch relativ hochwertig. Hier habe ich jetzt die zweite und letzte Schnapszahl, den 22. Dezember. Auch hier haben wir wieder eine große Tube drin. Und zwar die Traumlocken Curling Cream. Curly Girl Friendly. Definiert und verleiht Sprungkraft für alle Lockentypen. 150 ml sind hier drin. Nicht alle, die diesen Adventskalender kaufen, haben Locken oder wollen Locken. Das heißt, für mich ist es jetzt definitiv ein Produkt, was ich jetzt so weitergeben werde. Ne? Ja. Ist halt so ähnlich wie, man packt einen Concealer in den Adventskalender, finde ich. Also das ist so der Concealer dieses Adventskalenders. Einen Tag vor Heiligabend habe ich jetzt hier den 23. Dezember. Welchen Rat würdest du dir selbst geben, wenn du das Jahr noch einmal von vorne beginnen könntest? Genieße es. Hier haben wir drin die 24 Stunden Face Cream für alle Hauttypen. Sie spendet langanhaltende Feuchtigkeit mit Kaktusfeigenextrakt und Hyaluronsäure vegan. 50 ml. Ja, sowas hat hier auch wirklich noch drin gefehlt. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut, weil wir haben ja wirklich schon die was zum Abschminken. Wir haben das Serum hier mit dabei. Und hier dann noch eine Creme mit am Start zu haben, finde ich definitiv sehr praktisch. Und auch das ist eine Gesichtscreme, die alle verschiedenen Hauttypen auch verwenden können. Ne? Sowas finde ich auch wirklich immer wichtig, dass man halt nicht wie hier oder wie hier Produkte reinpackt, die halt entsprechend Haarfarben oder Haartypen oder generell irgendwie Typen gebunden sind, sondern halt so universell nutzbare Produkte. Genau, so. Der 24. Dezember ist ganz schön schwer und der will hier schon fast raushüpfen, ne? Was ist denn hier los? Oh, das haben sie schön gemacht. Oi, richtig intensiv. Rosmarin und Ingwer, also Rosemary and Ginger, ist das eine Kerze? Geil, 120 Gramm sind hier drin. Das finde ich ja echt fein. Und wie besinnlich, ne? In der 24, wenn ich selber Adventskalender packe, mache ich das auch ganz gerne, dass ich so halt entweder bei einem Adventssonntag oder bei einer 6 oder bei der 24 halt auch eine schöne Kerze reinpacke. Das finde ich total charmant. Also auch vor allem so, wenn man sich anguckt, was sonst so drin ist, ne? Ist das Ganze schon sehr, sehr ausgewogen. Ha, so kann man den auf jeden Fall viel besser halten. So hätte ich mein Thumbnail machen sollen, hm? Und nicht mit dem gefüllten. Egal, wir haben hier einen Adventskalender bekommen, der einen ganz, ganz tollen Mix hat. Okay, wir haben drei Duschgele drin, aber ich glaube, Duschgel ist auch eigentlich etwas, was man echt gut aufbrauchen könnte, theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass man drei Duschgele pro Monat braucht. Davon mal ab. Trotzdem haben wir hier echt einen guten Mix drin. Und ansonsten haben wir ja nur als Doppelung hier noch zwei Handcremes drin. Aber ansonsten sind das ja alles unterschiedliche Kategorien. Wie gesagt, so ein bisschen anders aufgeteilt wäre sinnvoll gewesen, dass man halt auch... Ne, dass man immer wieder so unterschiedliche Größen hat und unterschiedlich auch die Produkte verteilen würde, weil ich finde auch manchmal, dass die Duschgele dann ein bisschen eng aufeinander kamen und auch die Füllprodukte schnell aufeinander kamen. Aber trotzdem ist dieser Adventskalender ja teuer mit 89,99, aber geil, oder? Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir die 155 Euro wert hier haben werden. Ich feiere den. Ich finde den wirklich schön. Und ich, ne, das sind alles schöne Produkte. Das sind Originalgrößen. Das ist halt nicht irgendwie so ein Killefit, sondern es ist halt richtig, hau raus, Krokette, hier hast du richtig was. Klar, das ein oder andere Produkt kann man dann vielleicht nicht verwenden. Das ist ja meistens bei sowohl Beautyboxen als auch bei Adventskalendern der Fall. Aber es ist jetzt nicht so in der Masse, dass man sagt, Mensch, ich habe irgendwie die Hälfte des Adventskalenders für, keine Ahnung, warum gekauft. Also ich finde schon, dass der schön ist. Trotzdem, weil jetzt dieses Wert-Preis
Unterschiedsverhältnis jetzt nicht so riesig ist, sollte man schon die meisten Produkte, die hier drin sind, feiern und verwenden wollen. Ansonsten lohnt es sich halt für einen nicht und dann kannst du besser in der Drogerie halt genau die Sachen kaufen, die du brauchst. Ne? Ich finde den Adventskalender schön. Wie findet ihr ihn? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich verlinke euch den auch. Das ist halt ganz normal auf der Gino den Homepage und bald halt auch bei Rossmann verfügbar. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.